Willkommen, liebe Freunde. Hier ist nochmal euer Luigi. In diesem Teil zeige ich euch heute noch einmal die Rutschen. Diesen Teil könnt ihr sehen als Ergänzung zum dritten Teil des Aquaparks meiner Serie zum Hotel Jazz Aquaviva. Gestern fanden ja hier Wartungsarbeiten statt in diesem Bereich. Deswegen mache ich mir jetzt hier nochmal die Mühe und mache nochmal ein Video für euch. Und zeige euch diesen Bereich. Hier sind die mittelgroßen Rutschen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Auch heute ist es leider sehr windig, aber sehr heiß. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Aber das Wichtigste ist, dass ihr das sehen könnt. Das sollte ganz gut klappen. Hier haben die Kinder auf jeden Fall viel Spaß. Vor allem die Kids, die sich noch nicht auf die ganz großen Rutschen trauen. Viele verschiedene Rutschen. Ganz kleine, mittellange und auch längere da ganz oben. Und da ganz oben ist dieser Eimer, den man kennt, der sich mit Wasser füllt. Ja, und alle paar Minuten regnet es dann darunter. Das schauen wir uns noch einmal an. Und im hinteren Bereich sieht man gleich direkt die großen Rutschen. So, da gab es gerade eine kleine Erfrischung. Das ist die Makati Waterworld, der Aquapark zu dem Hotel Jazz Aquaviva. Wenn ihr dieses Hotel bucht, liebe Freunde, Jazz Aquaviva, könnt ihr hier jeden Tag kostenlos in diesen Aquapark. Alle anderen Gäste zahlen circa aktuell umgerechnet 35 Euro für den Eintritt pro Tag. Öffnungszeiten sind hier von 9 bis 17 Uhr. Von 13 bis 14 Uhr ist Mittagspause. Die Zeit könnt ihr dann nutzen, um hier auf die rechte Seite hier hochzulaufen. Dort gibt es ein Restaurant, da könnt ihr was essen, was trinken. Natürlich alles kostenlos und all inclusive. Und nebendran, links nebendran, gibt es auch noch mal ein Shopping Center. Da oben ist die Dachterrasse mit dem Pool und dem Erwachsenenbereich. Das habe ich euch ja in den verschiedenen Teilen schon gezeigt. Im dritten Teil habe ich dort begonnen. Jetzt laufen wir noch einmal Richtung große Rutschen, zu diesem großen Rutschenturm. Da zeige ich euch auch noch mal heute einige tolle Rutschen. Hier noch einmal kurz von der Seite. So, hier angekommen. Wir gehen noch mal ein bisschen näher dran. Die macht sehr viel Spaß. Die kann man zu zweit oder auch alleine runterrutschen. Hier vorne die ist auch sehr gut. Ich nenne sie die Toilettenspülungrutsche mit dieser Schüssel hier vorne. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich sehe gerade selber nicht, was ich filme. Es ist sehr hell und es blendet.
So, aber einige zeige ich euch jetzt noch. Hier geht's hoch zu dem Rutschenturm. Da oben ist meine persönliche Lieblingsrutsche. Die habe ich euch im dritten Teil gezeigt. Viele verschiedene tolle Rutschen. Dann gehen wir einmal da hoch. Hier hat man eine tolle Aussicht, aber natürlich auch sehr windig. Die bunten Rutschen hier auf der rechten Seite, die rutscht man auf dem Bauch runter. Die machen auch sehr viel Spaß. Hier ist diese Toilettenspülung-Rutsche. Auch eine meiner Lieblingsrutschen. Das ist die Familienrutsche. Die kann man mit so einem ganz großen Ring runterrutschen. Mit der ganzen Familie. Da gibt es mittelgroße Ringe, auch ganz große Ringe. Für die Großfamilie. Und bye bye. So, jetzt sind wir gleich ganz oben angelangt. Hier kommen wir wieder zu meiner persönlichen Lieblingsrutsche. Das ist die hier. Hier geht's gleich steil runter. Und dann kommt man hier unten raus. So wie hier zu sehen. Und dann kommt man in so eine Halfpipe-Rutsche, wo man dann hin und her geschleudert wird, bis man da unten rauskommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Wenn ihr dieses Hotel buchen wollt, liebe Freunde, Jazz Aqua Viva in Makati Bay, tut dies gerne über meinen Link, über meinen Partner Check24, bekommt ihr den besten Preis. Den Link findet ihr oben in der Beschreibung. Plus 3,5% nochmal Rabatt von mir als Cashback. Als Dankeschön. Ein mutiger junger Mann hier.
mit diesem tollen Ausblick verabschiede ich mich bei diesem Teil. Wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere tolle Hotels, die ich euch noch präsentieren werde. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Hotel buchen wollt. Tut dies über meinen Check24-Link. Das ist eine Win-Win-Situation. So unterstützt ihr meinen Kanal und mich. Und ihr spart bares Geld. Den Link findet ihr wie immer ganz oben in den Kommentaren angepinnt. Das Ganze läuft, wie gesagt, über meinen Partner Check24. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Teil. Schaut euch unbedingt die weiteren Teile an zu diesem Hotel, meine ausführlichen Videos. Bis bald, euer Luigi. Ciao, ciao.